Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute der letzte Teil der kleinen Serie Grundregeln der Future-Optionen erklärt. Und heute kommen wir zur 50%-Regel. Die 50%-Regel ist eine Regel, die eine Kann-Regel ist, das schon mal vorweg, die aber am häufigsten missverstanden wird. Und damit das einfach mal aufhört, damit jeder jetzt wirklich weiß, was mache ich denn mit dieser 50%-Regel, gibt es jetzt dieses Video. In den ersten beiden Videos haben wir schon zwei wichtige Regeln für den Handel von Future-Optionen besprochen. Die erste Regel, das war die Gewinnmitnahmeregel, 20%-Regel genannt. Ne? Option geschrieben, 20% Restwerk, Limit Order, raus damit, Trade beendet. Wunderbar. Die zweite Regel war die extrem wichtige Regel, nämlich die 100% Regel. Das ist eine absolute, und ich wiederhole es nochmal, Muss-Regel. Heißt also, ihr habt eine Option geschrieben und wenn sich der Preis der Option verdoppelt hat zu eurem persönlichen Einstiegspreis, dann müsst ihr diesen Trade beenden, ihr müsst die Option zurückkaufen und könnt danach entscheiden, ob ihr sie entweder adjustiert oder auch einfach sagt, ihr akzeptiert diesen Verlust. Ganz, ganz wichtige Regel, unbedingt einhalten. So, die dritte Regel ist die sogenannte 50%-Regel. Und diese 50%-Regel sorgt immer mal wieder für Verwirrung, obwohl sie eigentlich ganz simpel ist. Und deswegen will ich euch jetzt noch mal kurz ein paar Dinge mit auf den Weg geben für die Nutzung dieser 50%-Regel. 50%, das ist ja quasi der Punkt, wo wir genau auf dem Weg zu 100% sind. Das heißt also, wir haben eine Option verkauft für beispielsweise, wir bleiben mal dabei, $100. Und jetzt ist diese Option $150 wert. Das heißt, ihr liegt mit dieser Option 50% im Minus. Ihr seid noch weit genug entfernt von der 100%-Regel. Das heißt, ihr müsst das Ganze noch nicht glattstellen. Aber die 50%-Regel soll euch so eine gewisse Aufmerksamkeit geben, dass ihr sagt, oh, hier läuft eventuell etwas nicht so, wie es laufen sollte. Und an dem Punkt, wenn ihr also seht, und man kann das ja in der TWS sehr schön einstellen, wie weit liegt denn eine Option im Minus, also ist es 10% oder 17% oder 50%, wenn ihr das also seht, übrigens auch vollkommen egal, ob es 49% sind oder 52%, roundabout 50%, an dieser Stelle solltet ihr euch zwei Fragen stellen. Frage Nummer 1 ist, und die kann man sich eigentlich permanent stellen, jeden Tag, möchte ich diese Position noch haben? Da werde jetzt der eine oder andere sagen, na klar will ich sie noch haben, weil sie ist ja weder im Verlust noch, also noch so im Verlust, dass ich sie schließen müsste. Oder aber sie ist vielleicht so im Verlust oder so, sie ist noch nicht im Gewinn. Aber überlegt euch mal Folgendes. Es könnte doch zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich glaube, dass aus irgendwelchen Gründen der Markt hier an einem Boden anhält. Ne? Der hat mehrmals an einem Punkt aufgesetzt, dreht nach oben weg und jetzt sagt ihr, okay, jetzt verkaufe ich einen Put. Jetzt dreht aber der Markt wieder nach unten und geht durch diesen Boden durch. Das heißt also, er bricht wahrscheinlich nach unten durch. Und wenn ihr jetzt hinschaut und seht, oh, meine Option ist 50% im Minus und ihr stellt euch jetzt die Frage, will ich diese Position noch haben? Kann es vielleicht sein, dass ihr sagt, naja, eigentlich ist die Idee ja obsolet geworden, es stimmt gar nicht mehr und aus dem Grunde beende ich den Trade schon jetzt auch an der 50%-Marke. Und ein anderer Fall könnte sein, dass er sagt, okay, war nicht mein bester Einstieg, Grundidee ist aber vollkommen intakt. Das heißt, ich möchte diese Position noch haben. Frage Nummer 1 also, möchte ich diese Position noch haben? Und die zweite Frage, und das kommt immer mal so ein bisschen, so muss ich zeigen, führt immer mal ein bisschen zu Missverständnissen, ist, möchte ich jetzt an diesem Punkt die Position schon adjustieren? Weil, ihr wisst ja, wenn wir 100% haben, dann müssen wir auf jeden Fall diese eine Position schließen und dann kann man sie danach neu attestieren, in eine längere Laufzeit schieben, mit einer Gegenposition versehen, wie auch immer. Bei 100% müssen wir irgendwas machen. Bei 50% könnt ihr etwas machen. Es ist keine Pflicht. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich habe vielleicht hier nicht so den optimalen Einstieg gewählt und deswegen verschiebe ich die Position schon mal. Also ich mache in eine längere Laufzeit.
Oder aber ich setze schon mal eine Gegenposition auf. Ne? Wenn er sagt, das könnte, eigentlich ist jetzt der Ausbruch nicht erfolgt, aber nach unten geht es auch nicht weg, also komm, mache ich mal eine Gegenposition. Das ist aber, wie gesagt, eine Kann-Entscheidung. Ihr seid noch vollkommen frei. Und manchmal macht man das, weil man zum Beispiel sagt, okay, wenn der jetzt doch durchbricht und ich muss die eine Option dann bei minus 100% zurückkaufen, dann habe ich vielleicht schon mit der Gegenposition etwas verdient und habe damit auch schon meinen möglicherweise eintretenden Gewinn etwas verringert. Die Einsteiger machen oftmals den Fehler, dass sie quasi mit dieser 50%-Regel gleichsetzen, ich muss adjustieren, ich muss jetzt eine Gegenposition machen. Und das stimmt aber nicht. Die 50% sind wirklich nur so eine Art Signal. Da flackert eine Ampel auf, die blinkt gelb und sagt, hey, schau mal genau hin, was ist denn da jetzt los? Und dann kannst du das aber entscheiden. Wenn ihr mein Trading so ein bisschen verfolgt, über die Optionsstrategien, durchs Coaching, wie auch immer, dann wisst ihr, dass ich persönlich eher selten an der 50%-Marke adjustiere. Das hat sich übrigens auch im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Ich habe vor Jahren noch viel, viel mehr adjustiert, wo wir schon bei 50% waren. Jetzt lasse ich es sehr viel länger laufen, nutze also die Wahrscheinlichkeiten etwas mehr auf. Das ist aber wahrscheinlich, weil ich mittlerweile auch sehr viel mehr Vertrauen in den ganzen Handel habe, als es vielleicht noch vor 6 oder 7 Jahren der Fall war. Es ist nicht falsch, bei 50% schon zu adjustieren, aber wie gesagt, fragt euch wirklich immer, ist denn, will ich die Position noch haben, ist denn meine Idee noch vollkommen intakt? Wenn ihr also jetzt beispielsweise seht, eine Aktie oder ein, wir sind ja bei Futures, ein Future bricht nach oben aus und ihr habt jetzt irgendwie eine, und ihr habt jetzt einen Put geschrieben und jetzt gibt es mal einen Tag einen Rücksetzer, dann rennen viele sofort los und sagen, oh, ich muss sofort einen Call dagegen setzen. Was natürlich aber nicht sinnvoll ist, wenn der Markt gerade vielleicht auf ein neues Jahreshoch 2 Tage zuvor gestiegen war und die Wahrscheinlichkeit kommt, dass es nochmal weiter nach oben geht. Also seid da wirklich etwas zurückhaltend und sorgt euch immer, 50% Kann-Regel, keine Muss-Regel. Und wenn ihr das beachtet, dann nehmt ihr auch sehr viel Emotion aus dem Trading raus, sehr viel Stress heraus. Ihr seid also nicht verpflichtet, bei 50% schon etwas zu machen. So, fassen wir alle 3 Regeln nochmal kurz zusammen. 20% Regel, da nehmt ihr die Gewinne mit. 100% Regel, da schützt ihr euer Konto vor einem größeren Schaden. Und 50% Regel, ihr könnt bei Zeiten überlegen, ob ihr in den Trade eingreift oder nicht, ob ihr es einfach noch ein bisschen laufen lasst. Wenn ihr diese 3 Regeln beherrscht, zusammen mit dem Money Management, dass ihr also die Positionen nicht zu groß werden lasst, dann habt ihr beim Verkauf von Optionen schon sehr, sehr viel auf der richtigen Seite. Wenn ihr das konsequent anwendet, dann braucht ihr noch nicht einmal Adjustierungen und Adjustierungstechniken, dann werdet ihr damit allein schon Geld verdienen. Mit den ganzen Adjustierungen, die wir machen können und die uns die Optionen ja die Möglichkeit bieten, da können wir dann einen Performance-Sprung machen. Aber wenn ihr diese 3 Regeln anwendet, 20, 50, 100, dann werdet ihr es auf jeden Fall schaffen, profitabel zu sein und kein Geld mehr zu verlieren. Nicht im einzelnen Trade, aber eben auf Sicht von, was weiß ich, 100 Trades, 200 Trades, werdet ihr kein Geld mehr verlieren, sondern ihr werdet Geld verdienen. Das war's. Wenn ihr jetzt immer noch Fragen habt dazu, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare. Auch wenn euch andere Regeln, wenn ihr sagt, okay, Mensch, das hast du zwar schon mal vor 1 Jahr oder vor 2 Jahren besprochen, wie sieht das aus? Gab es da Veränderungen? Zeig es uns mal an Beispielen. Dann schreibt mir das in die Kommentare und dann behandeln wir das hier. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Optionshandel. Immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.